Im heutigen und im letzten Vlog seht ihr endlich die Aussichtsplattform, wo ihr bis nach Nordkorea rüberschauen könnt. Und die Aussicht war richtig klar an diesem Tag. Aber bevor wir dort angekommen sind, sind wir erstmal durch die Freedom Town gefahren. In dieser Ortschaft leben ungefähr 400 Menschen in der Sperrzone. Das heißt, wenn ihr hier rein wollt, müsst ihr immer durch den Military Checkpoint fahren und auch wieder rausfahren. Hier könnt ihr nochmal ein kleines YouTube Short sehen, wo ich alles in einer Minute zusammengefasst habe. Das hier ist das Grenzgebiet zu Nordkorea. Hier hinten könnt ihr die nordkoreanische Flagge sehen. Und wenn ihr hier wohnt, habt ihr einige Vorteile. Als ich meine Tour zu der Grenze zu Nordkorea gemacht habe, sind wir durch diese Ortschaft gefahren. Und zwar wird sie auch Freedom Town genannt. Hier leben ungefähr 400 Menschen. Könnt ihr sehen, wo ich das Video aufgenommen habe, wie nah wir an Nordkorea dran sind. Und um diese Ortschaft herum ist wirklich mal gar nichts. Es ist alles Grenzgebiet. Und jetzt mal zu den Vorteilen. Wenn ihr hier wohnt, müsst ihr nämlich keine Steuern bezahlen. Das heißt, ihr spart euch auf jeden Fall schon mal einen Haufen Geld und eure Söhne den Wehrdienst von 18 Monaten nicht antreten. Your son, you're gonna see elementary school. There are still 11 students goes in this elementary school. Und wenn ihr die Ortschaft verlasst, müsst ihr immer durch den Military Check und euer Besuch muss vorher angemeldet werden. Zudem gibt es einen Bunker für 400 Menschen. Könnt ihr euch vorstellen, hier zu leben? So, jetzt kommen wir zum Highlight der Tour, wo man nach Nordkorea schauen kann. Und hier seht ihr es, das sind alles noch überall Minen. Das könnt ihr überall sehen hier, das sind noch echte Minen irgendwo hier. Viele sind schon weg, aber viele sind natürlich nicht mehr da. Genau, wir steigen jetzt mal aus. Gleich. Boah. Genau, und da könnt ihr sehen, irgendwo hier sind halt wirklich noch Minen drin. Ne? Das ist heftig. Das ist jetzt die Seite aus South Korea, right? South Korea. Genau, das ist noch Südkorea hier, die Seite. Und genau, da könnt ihr sehen hier. Das wurde noch nicht überprüft, halt. Es war ziemlich schwer auch auf dem Berg hier irgendwas zu sehen. Und genau, hier nach oben geht's dann. Wow. Das ist so das Highlight von der ganzen Tour. Und ihr seht halt, das ist halt schon eine Tourist Attraction auch, ja, da hoch zu gehen. Also, lasst uns mal reinschauen. Das Ganze hier ausschaut. Und ich dachte, wir gehen gleich hoch zur Aussichtsplattform, aber erstmal wurde uns nochmal erklärt, wie die Beziehung zu Nordkorea ist und welche südkoreanischen Präsidenten sich mit den nordkoreanischen Präsidenten getroffen haben. Because we actually had a lot of support in North Korea, we had a Winter Olympic, and they met even together more than 2 times together. Hier jetzt hier, von den ganzen Präsidenten, die sich jetzt hier schon getroffen haben. Ja. Erste 2000 von Südkorea und Nordkorea, 2007, dann das ist so das Bekannteste, wie ihr sehen könnt. Und dann hier natürlich Hey, Rocket Man, I'm on the way to go to South Korea. Would you like to meet together? And Kim Jong-un responded, and they met together on that day. So that was a very symbolic area. Und wer von euch wusste, dass es bis 2018 zwei verschiedene Zeitzonen gab? Und zwar ging die Zeit in Nordkorea eine halbe Stunde vor. 2018 ist man dann zu einem Agreement gekommen, dass Südkorea und Nordkorea die gleiche Zeit hat. Ja Leute, und jetzt kommen wir zum interessanten Teil. Jetzt gehen wir zu der Aussichtsplattform. Und da haben wir auch nur 20 Minuten jetzt Zeit. 20 Minuten, fahren jetzt hoch. Und genau, dann schauen wir mal, wie das ausschaut. Ja. Komm, wir laufen jetzt mal hoch einfach. No, use this one, I wanna walk. Genau, wir laufen jetzt mal hoch. Wir müssen nicht in den Elevator und da können wir jetzt sehen, ob wir was von Nordkorea sehen. Manchmal sieht man auch Soldaten. Und heute ist echt ein cleares Wetter. Ja? Das ist sehr, sehr cool. Es ist heute wirklich nicht cloudy, keine Wolken, deswegen schauen wir mal. Und hier geht's raus, Leute. Wow. Same time, yeah. Wow, everyone. Wow, das ist schon geil. Wow, ist das sehr windig. Wow. Und hier drüben, man sieht sogar die Fahne. Hier drüben ist Nordkorea, Leute. Man sieht die Fahne. Geh mal ganz kurz mit hier mit, aber ich sehe sie jetzt schon. Dass man hier auf jeden Fall die Fahne sieht. You are so lucky today.
It's wirklich sehr, sehr cool. Okay, if you're taller, come over there. You can even come down, sir. Oh. Okay, Blitzkrieg, please come this way. So, jetzt schauen wir mal ganz kurz. Oh, Leute. And then, schaut mal da hinten. Please, if you're taller, ganz, ganz hinten. Over there and get your binoculars. Könnt ihr sehen? Thank you. Very windy. Hier ist die Fahne. And also, if you von want Nordkorea. To take a photo, you can come und down hier? Here as well. Von okay, Südkorea. Can you hear me? Please answer, because now I'm going to tell you what you're looking at. Boah, sehr, sehr cool. Please answer me and please try to follow my... Ja, und hier könnt ihr sehen, wir hatten wirklich extremes Glück auf die Aussicht nach Nordkorea. Das ist die Flagge von Nordkorea und hier ist die Flagge von Südkorea. Es findet auch immer ein Wettbewerb statt, welche Flagge am größten ist. Zurzeit ist Nordkorea der Gewinner. Und man konnte auch wirklich bis nach Kaesong drüber schauen. Das seht ihr jetzt hier auf der linken Seite. Hier war übrigens auch die Fabrik, die ihr im zweiten Teil gesehen habt, die von King Yang uns Schwester zerstört worden ist. Und hier hat sich die Natur schon nach 50 Jahren breit gemacht. Wir schauen uns auch mal ganz kurz hier durch, Leute, weil da sieht man viel mehr. Das ist noch ein freier Platz, warte mal. Schau mal, ob man das sehen kann. Wirklich geil hier auch. Also man ist ein bisschen windig, aber man sieht wirklich, ich habe ein Soldaten gesehen und man sieht die Fahne. Aber nur, wenn man hier durchschaut, versucht das nochmal zu zeigen. Oder man hat eine fette Kamera, das ist jetzt wirklich auf. Und ja. Sie hat auch gemeint, dass ein Kampf hier war zwischen der nordkoreanischen Fahne und der südkoreanischen Fahne, welche den größten ist. An die Seite von, genau, von Südkorea ist die Aussichtsplattform. So schaut das aus, ja. Also man sieht, heute ist wirklich ein clearer Himmel. Und dann gibt es auch noch mal so Maschinen, wo er noch mal näher hinzoomen könnte. Schon mal auch mal ganz kurz hin. Es ist sehr, sehr cool auf jeden Fall. Ne? Schau noch mal hier ganz kurz. Wow. Und nachdem wir ungefähr eine halbe Stunde auf der Aussichtsplattform waren, ging es dann wieder zurück nach Seoul. Erstmal wieder durch den Military Checkpoint, es wurde nochmal alles kontrolliert und dann sind wir auch schon nach 45 Minuten Fahrzeit wieder in Seoul angekommen. Ja, Leute, wir sind wieder zurück in Seoul. Wow, das war wirklich einer der coolsten Erlebnisse, die ich jemals hatte. Ich wollte schon immer mal Grenze nach Nordkorea gehen und es war richtig cool, kann man sagen. Wir wurden jetzt wieder hier rausgelassen in Maindan. Wir haben jetzt 18:15 Uhr. Das heißt, wir waren von 9:20 Uhr bis 18 Uhr hier. Und was man sagen muss, wir hatten richtig Glück mit der Moon. Schöne Grüße gehen raus. Das war wirklich eine so coole Tourist Guide. Die hat nochmal Geschichten erzählt, auch von ihrer Oma, die damals ihren Sohn wurde entführt nach Nordkorea. Und dann hat sie ihn wiedergesehen in den 80er Jahren mit dieser Show, wo ich euch vorhin erklärt habe. Das war wirklich sowas von interessant. Ja, die hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Man ist jetzt nicht extrem nah rangekommen, nur über die Aussichtsplattform. Da konnte man das halt sehen. Ja, wenn ihr wirklich nah an die DMC rankommt, also das ist von der, müsst ihr eine UN-Tour machen, also wo man auch rübertreten kann nach Nordkorea, das kostet aber, ja, kostet mehr und ihr müsst, glaube ich, 3 bis 4 Monate warten. Ich glaube, die Touren starten jetzt langsam erstmal wieder. Die Tour ist nämlich hier über eine koreanische Agentur gegangen und da geht ihr halt wirklich nur, wo das koreanische Militär drin ist, ja. Also es war richtig geil und
Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Wir schauen uns das nochmal. Schaut mal, es ist voll. Wir gehen jetzt nochmal hier ein bisschen shoppen. Und ja, das war's, Leute. Ich danke euch. Peace.